Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles mit meinem speziellen Gameplay Bow and Dagger mit verschärften Bedingungen. Natürlich im Zeitalter des Krieges, Kapitel 4. Und ich hups mal runter. Mein Eisen ist durchgekocht, das ist gut. Das heißt, ich kann jetzt die Schmiede schon mal aufstellen. Was brauchen die Schmiede? Braucht noch 250 Stein. Ums Arsch lecken langt's nicht. Aber das haben wir gleich. Wenn ich schon hier bin, dann kann ich gerade jetzt aufräumen hier. Kurz hier das rein. Na. Dann hole ich hier noch den Rest ab. Und ja, das Sammeln oder das Grinden, das wird sich ja dann ergeben, erledigt haben in dem Moment, wenn ich so, also 250 Stein, sobald ich dann meine Conscripts habe, die dann für mich auf Tour gehen, die nehme ich mal kurz raus, weil die brauche ich nachher eh in der Schmiede. Muss bloß aufpassen, ich baue hier auf die Seite, weil wie gesagt, da drüben will ich nachher anfangen zu bauen. Das heißt, ich will auf jeden Fall, oder ich will mir auf keinen Fall irgendwas jetzt ein Blatt jetzt schon in den Weg stellen, damit ich nachher nicht bauen kann. So, was können wir hier jetzt machen? Ich brauche auf jeden Fall Waffeln. Und das heißt, ich brauche da immer Stecken dazu. Ja, die Äste nochmal 100 raus. Ich habe jetzt nicht so viel von dem Zeug am Anfang, ist ja klar. Ja, es hat wieder nicht geklappt. Ups, was ist denn los? 100. Und so bin ich jetzt irgendeine blöde Sortierung an? Ne. 100? Ja. Das ist so ein Mist. Nehmen. Jetzt hat es hier drüben. Jetzt hat's. Keine Ahnung, vielleicht habe ich mich auch bloß doof angestellt. So. Theoretisch sind es ja die Deutsche Vita. Habe ich schon Chakrams irgendwie? Die sehen einfach cool aus. Da muss ich eventuell was freischalten. Ich brauche auf jeden Fall brauche ich Eisenpickel, damit ich effektiver sammle. Ihr seht, das wird schon wieder arg knapp. Lass dich mal ganz kurz gucken. Ich muss auf jeden Fall noch mal Eisen sammeln gehen. Da hilft nichts. Das ist schon mal klar. Gehen wir mal ganz kurz in den Wissensbaum. Ich muss auf gucken. Ich brauche, wenn mein Plan aufgeht, brauche ich hier drei. Damit ich die Fire-Dingsbombs. Ich brauche. Die kostet mich nichts. Und die kann ich auch schon freischalten. Aber da brauche ich dann nachher Dingenskirchen dazu. So. Das ist Thralling Places. Ich brauche fürs Pferdel Stallmeister. Und Stallmeister ist Stufe 15. Da brauche ich 4 und 3 sind 7. 7.
Mehr brauche ich eigentlich nicht. Das heißt, da kann ich auf jeden Fall mal gucken. Nö, gibt's keine Chakrams. Ich dachte, ich hätte überliefertes Wissen. Krieger. Ah, es ist ein Blutkristall. Eine verbesserte Werkbank des Schmieds. Okay. Also, das heißt, dann werde ich mir ganz normale Dolche machen. Und zwar, welche sehen cool aus? Sehr einfach. Ne, ist eine Pike. Wollen wir die Dolche? Die sehen nicht schlecht aus. Oh, die aquilonischen gefallen mir eigentlich immer ganz gut, die hier. Dann machen wir die mal und dann mache ich ein. Eine Spitzaxt. Spitzaxt. Ah. Also, dann kommt das hier raus. Das hier rein. Das hier raus. Auf jeden Fall mal einen ganzen Stall voll Eisen, das ist mal ganz klar. Ach komm, die können wir wegschmeißen, das ist auch gleich wieder hergestellt. Da fangen wir keinen Blödsinn an. So. Oh shit, ich habe gepennt. Und zwar hätte ich das Essen rausnehmen sollen, bevor ich mich ausgelockt habe. Dadurch, dass der Charakter nicht in der Welt bleibt, verfällt das Essen langsamer. Shitkram, Shitkram, Shitkram. Okay, also erstmal hier die Eichen mitnehmen. Dann haben wir was zum Schnabulieren. Und dann nachts schwimmen ist immer ein bisschen risikobehaftet. Aber ich habe ja mein Bett hier, wenn es mich hier erwischt. Bin gespannt, ob das jetzt immer noch so verbuggt ist. Ich habe den Surfer neu gestartet. Und wenn das hier immer noch so verbuggt ist, werde ich mal ein separates Spiel aufmachen bei mir auf meinem Testsurfer und gucken, ob ich da das Problem auch habe oder ob irgendeine Mod da reinzickt. Weil normalerweise, wir haben es ja vorher gesehen, der letzten Folge gesehen, die Akro-Range ist relativ groß, dafür habe ich ja eine explizite Mod drauf. So, dann fangen wir mal hier drüben an abzubauen und tun uns wieder. Da kommt nichts mehr. Nee, also kann man hier. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist schon mal ein mächtiger Unterschied. Jetzt mit dem Eisenpickel, das heißt, der Ertrag ist natürlich jetzt besser pro Knoten. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Gewinn. Na komm. Und hilft natürlich jetzt auch schneller Richtung Level 15 zu kommen. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich habe nicht meine Pfeile jetzt eingetütet. Komm, komm, komm. Nein. Okay.
Na, komm, leg dich hin. Also, was hast du Feines? Einen kleinen Schatz. Die zerlege ich jetzt nicht nochmal. Ach doch, ich zerlege sie. Wegschmeißen kann ich es immer noch. Je nach. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich Eisen zusammenbekomme. Auf der kleinen Tour hier. Da drüben ist ja auch noch welches. Habe ich in der letzten Runde nicht mitgenommen, weil ich eh schon voll war. Das heißt, es wird wahrscheinlich jetzt auch der Fall sein. Oh, ich habe ja einen Punkt. Ja, du mich auch. Also, da habe ich jetzt. Hier will ich ja draufsetzen erstmal. Das heißt, mit jedem Punkt, den ich da drauf kriege, kann ich ein bisschen mehr schleppen. Und das ist da auch ein guter Spot, um Mitarbeiter anzuwerben. Und beim Conscript ist es ja so, ich muss nicht zwingend Kämpfe oder sowas anwerben. Oh, der hat einen Bogen, Shitkram. Okay, das ist jetzt doof, aber dann ist es gerade egal. Dann kann ich jetzt hier gerade fertig farmen. So, wie viel habe ich denn jetzt schon? 500 sind 250, die da drüben noch. Hier oben ist auch noch was. Wenn wir nachher den Lauftrick mit den Dolche machen. Ich finde, es sieht zwar so beknackt aus, aber. So, mal kurz hier. Na. Oh. Komme ich da nicht hoch? Muss bloß aufpassen, dass ich nicht einen Agro kriege, bevor ich in der Lage bin, da hochzuklettern, weil runterspringen kann ich dann auf der anderen Seite. Das ist. Ja, zu spät. Oh ne. Okay, das heißt. Ich muss jetzt auf jeden Fall nach Hause gehen. Das ist ja schier schief gegangen. Okay, das habe ich nicht bedacht gehabt. Das Blöde ist, man kann nicht mehr schnell schwimmen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ja, ist halt so. Das, da müssen wir jetzt ganz kurz durch, bis ich den Mist abgeladen habe. Dann kocht die nächste Runde Eisen. Und ich kann mal schon mal gucken, was ich für den Pferdestall brauche. Und für Level 13. Ja, das müsste noch ganz gut gehen. Ah, und für den Kessel brauche ich, glaube ich, auch noch. Brauche ich da schon Eisenverstärkungen? So, in dem Moment, wo ich eh langsam schwimme, macht es mehr Sinn, wenn ich mich hier vorkämpfe. Hauptsache kein Aal. Nee. Ja, mit Schiff bin ich ein bisschen schneller. Da habe ich vorher bei der langen Strecke nicht dran gedacht. Und im Wasser verbraucht man nicht ganz so schnell die Stamina. Das ist auch noch ein Vorteil. Drüben ist ein Boss? Nee.
Okay, das wäre mal Schritt Nummer 1. Dann tun wir die Sachen hier rein. Das kann ich wegschmeißen. Das kommt rein. Das behalte ich. Okay, also. Was brauche ich für den Kessel? Das sehe ich das schon? Ne, den habe ich ja noch nicht freigeschaltet. Mist, Mist, Mist. Die Albern darum, das ist. Ah, die kann ich zerlegen. Da habe ich schon mal wieder ein bisschen Fleisch. Das ist ja positiv. Nein, ich hatte eigentlich gedacht, dass du. Okay, also. Nee, ich brauche nachher eh heute. Das heißt, dann machen wir das so. Und. Dann das da rein. Das da rein. Dann gehen wir ein bisschen metzeln da drüben, in der Hoffnung, dass ich Level abbekomme. Ich brauche 2 Stück. Ich muss. Dann brennt der noch. Oh, dreiviertel Stunde, das langt. Okay, so, dann nehmen wir mal das Essen mit. Und dann gehen wir mal Richtung Viertel sammeln. Mit ein bisschen Glück habe ich. Bis ich zurück bin, die Level 15 und kann den Stall bauen. Ist auch eine nette Ecke zum Bauen hier. Da oberhalb von dem Wasserfall. Okay. Na komm. Muss ich bloß aufpassen, die sind ein bisschen. Aua. So, der ist down. Der ist auch down. Das ging fix. Muss aufpassen, wie. 24. Ja, ich glaube, es ist dann eh Schluss mit mitnehmen, weil wir das Pferd noch tragen. Da drüben ist dann auch noch ein netter Spot, wo ich dann mit der lila Lotuskugel farmen kann. Gibt es auch ein paar Handwerker. Durch die Multigun-Mod ist da zum Beispiel auch der Captain, der normalerweise ja nicht mehr slavable ist, läuft da rum, den kann man jetzt auf die Mütze geben. Also hier kann man handeln. Da kann man ein Bett kaufen. Ich weiß nicht, was ich hier. Ich habe keine Ahnung, was ich da das Snowhunter da dabei gedacht hat. Da muss ich aufpassen, da will ich jetzt keinen Akku ziehen. Ich will zu den Pferden rüber. Und natürlich jetzt hier die Pets-Klappe. Kann ich dann hier mir besorgen. Hier gibt es Warane. Mal gucken. Hier gibt es die Kollegin Marlit Rappendingsbums. Ja, beruhig dich. So, da drüben muss ich aufpassen. Da sind diese richtig böse. Aber. Das ist aber ausdauernd hier. Oh. Da sehe ich schon das Pferd, was auf uns wartet.
Auch gerade. Aber ich glaube, hier in der Ecke schwimmt der Elektroaal nicht. Der schwimmt bloß vorne auf dem Hauptstrom. So, komm, nicht überlastet sein. Okay, das geht. Wie viel bin ich? 94%. Das ist okay. Muss mal ganz. Da ist eine T4er und ein T4 Spawnpunkt. Und hier die. Die kann man dann hier auch schön farmen, aber im Moment habe ich keinen Bedarf. Die geben mir dann Wundsekret. Genau, das ist jetzt das, was ich brauche. Eine kleine Abwechslung. Oh, verdammt. Gut. Ich hoffe, das ist vielleicht ein. Okay, ein Riverboathaus. Das nehme ich. Ah, shit. Wie viel natürlich total überlastet. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, das nehme ich mit. Das ist natürlich prima, weil da kann ich mir gleich ein Haus hinstellen und kann dann in Ruhe meine Festung anfangen bauen. Ja, das ist jetzt ein bisschen zäh. Und das will ich auf keinen Fall liegen lassen. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ich habe auch noch nicht entschieden, in welchem Baustil ich meine Festung bauen werde. Ich möchte sie eigentlich ungern in Nemidisch machen. Sieht super cool aus. Aber ich finde es. Ach. Nicht schon wieder. Von daher entweder über eine Mod was machen. Was auch nicht schlecht aussieht, ist die, also das normale. Gehärteter Ziegel, aber in weiß, also mit der einen Mod, wo ich habe. Wo diese, ja, ich sag mal, diesen südlichen Touch dann hergibt. Das würde, glaube ich, ganz gut hier passen. Oder dann hier auch will ich in diesem stygischen Farbton das Ganze. Das wäre dann auch noch eine Überlegung. Also das dann eher so, nicht wirklich burgfestungstechnisch, sondern eher so, ja, wie Kaschkemi oder die anderen Dinger hier. Mal schauen. Ich muss aber auf jeden Fall nachher noch ein bisschen entweder nochmal farmen gehen oder ich muss killen gehen, weil ich brauche noch ein Level Up. Sonst kann ich mit dem Pferdel nichts anfangen. Dann stürzt mir in der Kiste. Komm, schwimm mal schneller. Aber das Häuschen kann ich auf jeden Fall schon mal hinstellen. Mal gucken, was das für eins ist. Oh, das ist. Oh, das ist ja sogar richtig ein schönes. Nee, das will ich nicht. Also.
Ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich will natürlich das ans Wasser ranbauen. Ich guck mal kurz, ich kann es ja wieder aufnehmen. Ist nicht super toll, aber hier kann ich selber noch einen Steg hinbauen. Ah, hier geht's ja auch. Ne, ich glaube, das lassen wir so, oder? Zu weit will ich es auch nicht versenken, weil ich will ja hier, will ich diesen Steg haben. Das können wir so lassen. So, das Ding kocht noch. Das Pferdel tun wir mal hier rein. Dann können wir hier das Essen rein. Das kann mal köcheln. Dann würde ich sagen, holen wir das restliche Eisen und gucken mal, ob wir mit dem. Das ist echt cool eigentlich. Könnte ich mir sogar überlegen, ob ich hier versuche, innen was zu bauen. Noch eine zweite Etage oder sowas. Mal gucken. Also, ich hole mal, der köchelt noch. Ja, das ist gut. Da brauche ich momentan nichts anderes. Wir holen das restliche Eisen. Ja, der eine ist schon wieder respawned. Aber rechts oben haben wir auf jeden Fall nochmal Eisen. Das brauche ich. Und ich hoffe mal, dass es mir dann zusammen mit dem einen oder anderen Kill zum Level 15 langt. Dann kann ich. Ja, genau. Das backt ja wohl ein bisschen. Jetzt hoffe ich, dass ich den Stack aufrechterhalten kann. Ja. Alles klar. Mause tot. Oh ja, Katzenfell nehmen wir auf jeden Fall. Habe ich schon wieder fast überladen. Shitkram. Ich habe dann nochmal sind es zwei gewesen? Ich habe da nicht aufgepasst. Was bringt die? Die bringt nur Rüstungswert. Dann verzichte ich drauf. Ich guck mal, ob ich da die Kollegin triggern kann. Weil die kommt nachher eh, wenn ich da hochgehe. Oh, ein Dreier Schmied wäre schon mal gar nicht schlecht. Oh. Steck oben halten. Kommt, es ist gut. Mal gucken wir mal, ob ich den Aggro ziehe, wenn ich hier bin. Nee. Okay, sehr gut. Also dann. Aber diesmal überlade ich mich nicht. Also da passe ich jetzt auf, weil ich will wieder nicht ewig lang dadurch. Ja, aber ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass ich ein bisschen mehr Punkte kriege. Oh, ich. Haha, wisst ihr, was ich machen kann? Na, was willst du? Na, komm her. Wo bist du? Ja, wenn, dann musst du schon hier hochkommen. Dammich. Ich muss bloß gucken, dass ich sie nicht so weit nach. Oh. Oh, verdammt. Okay.
muss ich mich jetzt erstmal verkrümeln. Kurz hochheilen. Ich habe keine Tränke mehr. Shit, shit, shit. Ja, das ist schon, es ist ein Riesenunterschied. Aber es macht sackrisch Spaß. Also von daher, ich würde mal sagen, tue mir hier noch kurz was Schnappul. Ich habe mein Essen nicht mit. Na komm, ich hole das restliche Eisen. Ah, du ärgerst mich aber auch hier. Was? Kriege ich das auch noch mit da oben? Ah, alles könnte eventuell zu viel sein. Da drüben ist noch jemand. Blick aufs Gewicht. Ah, sehr gut. Okay. Also, das heißt... ja, schrei halt. Ja, wegstecken hier. Ja, ich habe tatsächlich zwei von denen gefunden. Mal gucken, ob das dasselbe ist. Ah, nee, das sieht es. Ich kann es nicht. Das sieht nur so aus. Okay, das kann ich raus. Ah, das geht wieder nicht. Okay. Also, passt auf. So, jetzt ist es weg. Das ist nur optisch hängen geblieben, sozusagen. Das ist ab und an mal so. Das tun wir hier mal noch köcheln. Das ist gut. So, dann tun wir den hier rein. Und ich werde jetzt noch eine Axt machen. Wieso habe ich denn die eigentlich mitgenommen? Ich finde auch ein Heinerle. So, ich muss jetzt noch Holz sammeln auf jeden Fall. Dann kann ich das hier raus. Und dann kann ich auf jeden Fall eine Sichel machen. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich sozusagen hier die Dingschnellernte, die Pilze. Ich habe da mal ein Video drüber gemacht, dass die Pilze einen Mords Bonus geben. Nicht schnapulieren, komm. Ups. Okay. Die zerlege ich mal mit dem hier. Na. Dann hier. Und... das machen wir schnell so. Dann schnell aufräumen und dann ein bisschen Holz sammeln. Das da rein. Das da rein. Das kann ich wegschmeißen. Das rein. Das hier und... Oh, ich kann noch ein paar Tränke machen, oder?
nicht viele. 5 Stück, oder? Klingt das gut? 5 Stück brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5. So, okay. Jetzt gucken wir mal, wo ich die Pilze hier gesehen habe. Ich meine, die waren doch hier irgendwo. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Da sind sie. Oh. Voll daneben. Und das war's. So, jetzt gucken wir mal. Zum einen kann ich die wirklich brauchen, weil ich als Bogenschütze natürlich... Das ist übrigens, das ist mein Gedanke, den ich hatte, ob ich eine Mod mir suche, die mir nur das Gewicht wenigstens von den Pfeilen verringert. Warum? Wenn ich nachher wirklich mit dem Bogen effektiv arbeiten möchte, brauche ich, oder also nicht nur boing, boing, boing auf Gegner schießen, sondern zum Beispiel von mir aus die Lichtpfeile oder eben dann hier die Gaspfeile oder die Heilpfeile. Und ich will mit dem Bogen effektiv arbeiten will, muss ich eine Menge verschiedene Pfeile mitnehmen. Und ich will nicht den Staubsaugerbild machen, wo ich einfach so viel tragen kann, wie ich möchte, sondern das soll schon noch in einem vernünftigen Maß bleiben. So. Und von daher bin ich schon am Überlegen, ob ich eine Mod mache, die mir das Gewicht von den Pfeilen verändert. Schaden wäre es mir nicht mal so. Ich mache jetzt hier noch kurz das Inventar mit Holz voll. Und dann sind wir auch schon wieder durch, oder? Vielleicht lang... Ah, ich bin ja schon Level 15. Okay, dann muss ich den Skill lernen. Das muss ich natürlich noch machen, weil sonst stirbt mir das Pferd. Pam, 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 pam. Also. Nee, das hier will ich. Ich kann hier mal draufsetzen. So, das habe ich hier mal... Das... Und jetzt haben wir Überlebende. Das hier schalte ich frei. Ne, das hier will ich Stallmeister. Braucht 4 Punkte. Und für den Stall brauche ich... Werkstätten, Gefährten, Stall... 15, 10, 10... Das heißt, ich brauche Werkbank. Habe ich noch nicht freigeschaltet. Oh, oh, oh. Ich brauche Zimmermann. Und ich brauche den da. Und jetzt brauche ich die alternativen Pferdedinger, damit ich nicht so ein Riesengedöns baue. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Hier kann ich jetzt Simple Stables. Das ist das genau, da kann man den Pferdedruck bauen. Also das nimmt dann nicht so viel Platz weg. Und das ist dann dasselbe mit dem Dings. Das kann ich freischalten. Und die Taming Places. Kleiner Tierpferch. Dann habe ich hier die Alternativen. Genau. Ach, mit dem Hammer. So. Alles klar. Das heißt, ich brauche... hier fürs Pferdl.
Was braucht der? 64. Okay, das ist gut. Das ist ein bisschen weniger wie 60 Stein. 60 Stein. Ein Zwirn brauche ich. 4, 4 sind 12. Zwirn, 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 da. So. Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich jetzt einen Mist mache. Also, ich habe Taming Coral. Das. Ah, nee, Horse Taming. Ich brauche die 15 Ziegel und 10 Ding. Okay, das muss ich jetzt, da muss ich jetzt durch. Sonst stirbt mir mein Pferdel. Also. 10. 10 sind. Ach du mal. Dann muss ich aber das Eisen rausnehmen. Dann brauche ich für die Werkbank Schreinerei. Schweinerei brauche ich. Das ist gut, das habe ich. So, dann brauche ich für den, was war's, 10 geformtes Holz. Ah. Wie viel braucht ein geformtes Holz? 15 sind 50. Und die 10. Okay, dann würde ich jetzt kurz das Spiel pausieren. Ich mache jetzt auch nichts in der Zeit. Ich warte darauf, dass das Gelumpe fertig wird. Und ich hole euch dazu, sobald ich hier mich wieder bewege. Ja, bis gleich. Also das Zeug ist fertig, das heißt, ich kann jetzt hier irgendwo ganz cool mein St mein Ach, 15. Ah. Da sind die. So. Und damit haben wir den Stall, das Pferdel rein. Was zu futtern habe ich noch? Damit ist jetzt das Pferdel sicher. Und mehr braucht es nicht. Das heißt, ich kann beim nächsten Mal Alchemie noch kurz was gucken. Da war ich noch 50 Eisen, 20. Das können wir, kriegen wir hin. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir dann mit Pferdl unterwegs sein. Das ist der Plan, oder? Das ist doch schon mal eine tolle Sache. Okay, das ist ja, was soll ich sagen? Ich glaube, das ergibt sich einfach immer so. Ich hoffe, die Folge hat euch mal wieder gefallen. Und wenn ja, ihr kennt's, Daumen nach oben würde mich freuen, Kommentare wären, freue mich immer riesig. Und es bleibt hoffentlich spannend. Und ja, gerne auch ein Abo dalassen. Und ansonsten wäre es schön, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid, hier bei Bow & Daggers. Conan Exiles, Zeitalter des Krieges, Kapitel 4, Gameplay mit Mods. Und bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen, passt auf euch auf und immer schön gesund bleiben. Bye, bye.